Moin Leute, ich bin schon wieder im Wald. Es geht immer noch im Holz. Ein bisschen außer Saison mittlerweile, aber ist ja egal, Holz liegt. Wir müssen ja keine Bäume mehr fällen und deswegen können wir hier machen, was wir wollen, hat die Bahner gesagt. Also auf jeden Fall das Holz klein machen. Und ich wollte jetzt eigentlich mal anfangen. Also ich bin mit dem Auto hier, der Hänger ist noch belegt. Aber ich wollte jetzt mal anfangen und den hier schon mal klein machen. Den hätte ich nämlich ganz gerne schon mal in fertige Klötze, dass er nur über einen Spalter muss und dann direkt in Schuppen rein. Weil ich weiß nicht, wie viel noch reingeht in Schuppen. Wird knapp, aber so viel wie geht will ich noch rein haben. Weil dieses tote Zeug, das ist bis zum nächsten Winter trocken. Dann kann ich das nämlich schon direkt nutzen. Und den ganzen Rest müssen wir mal gucken. Das wird dann wahrscheinlich ein zweites Fuder. Ich denke mal, aber damit werden wir hinkommen. Zwei Hänger. Der geht dann auf meinen Brennholzplatz. Und den mache ich dann da klein und dafür habe ich ja dann die Säcke gekauft. Mal gucken, ob die reichen. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir damit an, dass das klein wird. Und dann haben wir schon eine Menge geschafft, denke ich. Erstmal. Eigentlich hätte es ja alles schon klein sein sollen, aber ist ja nun mal, wie es ist, ne? Hauptsache, die Sägen halten durch. Ich habe jetzt alle drei mit. Die 550, die 110 und die PS6800. Wäre gut, wenn die durchhalten, weil ich habe mein Werkzeug vergessen. Also, wenn das irgendwas ist, wegpacken, nächste nehmen. Mal nicht so gut, da muss ich wohl die Tiefenbegrenzer mal runternehmen. Aber eigentlich ist es scharf. Sieht das dann ganz so aus. Der erste hier, der ist noch ein bisschen lang, aber die anderen haben eine schöne Länge zum Stapeln. Meine, der geht so in den Ofen rein, aber das mit dem Stapeln ist halt so eine Sache, ne? Die anderen haben eine schöne Länge. So werde ich das jetzt hier komplett runter durchmachen, nach vorne schön ausasten. Dann haben wir den ersten schon mal klein. Dann müssen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Das machen wir dann aber direkt, wenn wir einen Hänger hier haben. Dann schneide ich das alles aufs Anhänger. Jetzt will ich den hier erstmal klein haben, dass ich den hier die Tage rausholen kann, dass ich den Schuppen schon mal voll habe. Dann ist das Thema nämlich abgehakt und dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Ist ja noch mehr auf dem Plan, was gemacht werden muss, ne? Ihr habt sicherlich gehört, die Säge läuft nicht so 100% optimal. Ich hätte sie gerne noch mal ein bisschen sauberer eingestellt, aber ich habe diesen D-Ring-Schlüssel nicht. Keine Ahnung, wie der genau heißt. Den man da für den Vergaser braucht. Habe ich bestellt, ist leider noch nicht da, also musste jetzt so noch sägen. Das wird sie auch durchstehen, denke ich. Davon geht sie nicht gleich kaputt. Ich bin ja jetzt kein Förster, ich kenne mich jetzt nicht so aus. Aber hier von innen ist der komplett tot und hat hier überall so
Harz. Na gut, ein bisschen Späne. Dieses Schwarze. Also ich kenne mich jetzt nicht so aus. Kommt das vom Käfer oder ist der einfach nur tot? Ich weiß es nicht. Ich dachte, der Käfer geht immer erstmal unter die Rinde. Aber das habe ich so auch noch nicht gesehen. Alles schwarz. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Wie das dazu kommt. Ist der einfach nur aufgerissen vom Sturm? Und dann hat er hier angefangen, alles zuzuharzen, damit das hält? Oder ist das irgendeine Krankheit? Würde mich mal interessieren. Das alles jetzt noch im Schuppen drin habe, dann sollte der brechend voll sein. Also genau das, wo wir hinwollen. Und falls ihr euch fragt, ne, was ich mit so einem Schrottholz will, da hat er eh nicht mehr viel Wert. Stimmt. Würde ich euch sogar recht geben, aber das kriege ich kostenlos. So wie sich momentan der Preis entwickelt, nehme ich lieber Holz, wo ich einmal öfter nachlegen muss, damit der Ofen warm bleibt, als dass ich teures Holz kaufe, ne? Ist halt so. Ist nicht das Beste, aber wenn es kostenlos ist, nimmt man es gerne. Und deswegen passt das schon. Ich finde es ja krass, wie doll die Farbe da schon runtergeht von dem Schwert. Ich meine, das ist auch ein Original-Dolmer-Schwert. Und das hat aber schon erheblich mehr gesägt als das. Und trotzdem geht da die Farbe schon so runter. Ich meine, da ist die Schrift runter, wenn überhaupt mal eine drauf war, aber ich vermute schon. Da kommt die ganze Farbe runter. Gut, mag sein, dass das damals ein anderer Hersteller war. Ich meine, heute kommen die von Oregon. Müsste ich lügen, aber ich glaube Oregon. Und damals haben die vielleicht wer anders gebaut. Oder es ist ein anderer Lack oder sowas. Aber ist schon krass, dass das jetzt schon runtergeht. Ich meine, ist ja egal. Ändert nichts an der Funktion, aber ist schon krass, dass das jetzt schon blank wird. Hätte ich nicht gedacht. Auf der Innenseite fängt es auch schon an. Da geht auch schon der Dolmer-Schriftzug runter. Ich meine, ist ja alles nur halb so wild, ne? Das ist übrigens auch in der Fläche von innen mehr abgenutzt. Weiß ich nicht, ob das an meiner Sägetechnik liegt oder ob das grundsätzlich so ist, dass die Schwerter innen mehr abnutzen als außen. Auf jeden Fall ist das mal ganz interessant, das so zu sehen. Wenn da so ein paar Generationen zwischen sind, was das für Unterschiede ausmacht in Sachen Verschleiß und Qualität. Ich meine, die Säge ist top, das Schwert, das wird auch noch einige Jahre halten. Nur die Farbe, die ist dann halt bald weg, ne? Aber gut, können wir mit leben. So, jetzt wollte ich eigentlich mit euch nochmal diesen Kupplungsautomaten vom Hanomag zerlegen, weil ich ja doch interessiert bin, wie das mit dem Verschleißstand der Kupplungsscheiben hier drin aussieht. Das Problem ist, ich muss diese Bolzen rausnehmen, das mal drei Stück, und dann mit einer Schraube sichern, einer langen, die anderen Bolzen rausnehmen und dann kann ich die lösen, dass hier innen drin diese Federn entspannt werden. Und ihr seht, das muss auseinander, weil da ist nämlich eine Wiese mit drin. Das ist alles Gras, was da irgendwie mal reingewandert ist, durch die Wartungsklappe oder sowas. Und das muss natürlich, ne? Verschleiß ist da, diese Einstellschrauben, die hätte man normalerweise im Betrieb schon nachstellen müssen. Muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich ja halt auch nicht gemacht, ne? Schande auf mein Haupt, aber nun ist das so. Und jetzt möchte ich die halt gerne auseinander haben, weil ich mir auch angucken möchte, wie die aussehen. Das klappt jetzt nicht, weil genau die Schrauben, die ich brauche, habe ich nicht da. Und kriege ich jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr ran, weil da fehlt mir einfach die Zeit für. Muss ich also ehrlich sagen, ne? Warum erzähle ich euch das Ganze und mache es nicht einfach nächstes Mal, wenn ich die Schrauben habe? Ganz einfach. Ich habe für die Kupplung kein Verschleißmaß gefunden. Also ich weiß nicht, wie die Belagstärke noch sein muss. In meinen Unterlagen finde ich nichts. Diese Instandsetzungsanleitung ist ja auch nur eine Anleitung, irgendwie, wie man auseinanderbaut und wieder zusammen. Da sind leider nicht alle Maße drin, die man gerne hätte, wenn man sowas macht. Und in meiner Betriebsanleitung sowieso nicht. Da sind nur so Sachen beschrieben, wie ich halt diese Kollegen, naja, da sieht man es nicht mit dem Licht hier, wie man die Kollegen nachstellt, was ich ja selber auch nie gemacht habe. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht irgendeiner von euch weiß, wie das Verschleißmaß ist, das Neumaß und das Verschleißmaß von der Kupplung, dass ich das so grob beurteilen kann,
ob sich das lohnt, die wieder einzubauen, weil ich muss ehrlich sein, die ist schweineteuer. Die Kupplung kostet knapp 1000 Euro und das möchte ich gerne vermeiden, dass ich die neu mache. Aber einfach nur wieder einbauen und hoffen, dass es gut geht, bringt mir auch nichts, wenn ich dann 4 Wochen, nachdem ich den Trecker zusammengebaut habe, liegen bleibe mit einer kaputten Kupplung. Und deswegen möchte ich mir die angucken und vielleicht weiß ja einer von euch grob, was das ist. Sonst gehe ich halt am Ende nach Bauchgefühl. Ne? Ich habe ja schon ein paar Kupplungen in meinem Leben in der Hand gehabt. Ich weiß ja, wie eine kaputte Kupplung aussieht und wie eine heile Kupplung aussieht. Allerdings im Pkw-Bereich und nicht in diesen Dimensionen. Von so einem T5 oder einem T4 habe ich auch schon mal Kupplungen in der Hand gehabt. Das ist aber doch nochmal ein bisschen was anderes. Und deswegen kann mir das vielleicht einer sagen, was mir so das Einschätzen des Zustandes vielleicht ein bisschen einfacher macht. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Naja, könnt ihr mal unten reinschreiben in die Kommentare. Lasst ein Abo da und dann macht's gut. Ciao.